Hey, was geht ab, Leute? TBT hier. Premiere mal nur einer vor der Kamera. Nico hat sich mal getraut. Was Neues. Er hat sich mit dem neuen Team Deck Metal Force beschäftigt und wir machen jetzt ein kleines Review dazu. Genau, ihr seht, heute ist leider nicht so viel los. Deswegen muss ich das hier alleine durchziehen. Ich habe mich ein bisschen mit dem neuen Typ aus dem nächsten Set, was jetzt erscheint, beschäftigt. Den Metal Force oder Metal Forces, wie sie genannt werden. Im Prinzip sind es Normalmonster, die eigentlich alle den gleichen Pendulum-Effekt haben. Einmal pro Runde kannst du eine andere offene Karte wählen und die zerstören. Und dann kannst du eine Metal Foe Zauber- oder Fallenkarte aus deinem Deck setzen. Fangen wir mal an mit dem ersten Monster, mit dem Metal Force Steeliren, Scale 8, Level 2, hat den erwähnten Pendulum-Effekt. Und auch die Metal, was ich auch vergessen habe zu sagen, Metal Force sind alles Normalmonster, also haben keinen Effekt. Und Scale 8 und Scale 1 haben die meisten, der hat jetzt hier zum Beispiel Scale 8, das heißt, man kann viele Level 7er, Level 6er und so weiter wie Apex Avian spielen. Das, sag ich mal, gibt viele Möglichkeiten. Zurzeit wird ja, sag ich mal, Pendel Deck mit Phoenix gespielt, dass man dann breites Feld hat zu beschwören. Und eigentlich ist zu den einzelnen Monstern nicht viel zu sagen, weil die denn alle den gleichen Pendulum-Effekt haben und keinen Monster-Effekt. Der hat jetzt hier Scale 8. Level 2 ist eigentlich uninteressant. Ich habe eine kurze Frage, und zwar sind die auch noch Psychic? Ist das irgendwie relevant? Ja, du kannst die mit Emergency Teleport kannst du die vielleicht beschwören, aber die meisten spielen das eher nicht. Zu den Kombos werde ich mal vielleicht später was sagen. Ich werde jetzt erstmal mal so die Monster durchgehen, auch wenn die alle eigentlich ziemlich gleich sind. Und dann werde ich mal so ein bisschen sagen, wie die Japaner spielen und was es da so für Kombos gibt. Das zweite Monster ist Metal Force Silvered, Scale 1, gleicher Effekt wieder. 1-7, 3 Sterne, Sterne sind wieder irrelevant. 1-7, ja, also normaler Attack. Zu den, sag ich mal, Kombos, wie gesagt, später was. Dann gibt es das nächste, das ist der Metal Force Gold Driver, Scale 1, 1-9er, also gleicher Effekt wieder. Jetzt kommen wir mal zu den ja? Gibt es noch einen nochmal? Gibt es noch einen, ja. Genau, den Wolfflame, das ist der auch Scale 8, also das heißt nur Scale 8er und Scale 1, also man kann eigentlich... wenn man zwischen den Level 2 und 7 kriegt man es eigentlich immer durch. Gut, bevor ich jetzt zu den Fusionen komme, kommen wir mal erstmal zu den Zauber- und Fallenkarten, die man sich suchen kann. Das ist die erste Metamorphomation. Die besagt, dass alle Metal Force 300 Angriff und Verteidigung dazu bekommen. Und wenn sie, wenn eine Metal Force-Karte in deiner Pendulumzone ist, werden die Metal Force Monster sind dann unberührt von gegnerischen Karteneffekten. Die wird im japanischen Metagame eigentlich nicht gespielt. Ich denke mal, das liegt zumeist daran, dass halt einfach die schon liegen muss und dann, sage ich mal, ist man geschützt vor Twin Twister, wenn man die jetzt nicht hat und, sage ich mal, durch den Metal Force Effekt holt, kann der Gegner trotzdem Twin Twister spielen und das bringt dann nichts, die zu holen. Also das heißt eigentlich, die ist nur auf der Starthand gut, wenn man dann die Metal Force in die Pendelzone legt, aber durch den Effekt, dass man sie verdeckt legt, bringt sie eigentlich nichts, also die wird eigentlich nicht gespielt. Kommen wir zu der Metal Force Fusion, das ist eigentlich die Hauptzauberkarte bei der Metal Force. Da kann man ein Metal Force Fusion Fusionsmonster vom Extra Deck beschwören und die Materialien kann man entweder von der Hand oder vom Feld wählen. Und der zweite interessante Effekt ist, wenn sie im Friedhof ist, kann man sie ins Deck mischen und eine Karte ziehen. Aufgrund von diesem Effekt, dass wenn sie im Friedhof ist, dass man die reinmischen kann, spielt man die eigentlich nur einmal, weil man die immer dann recyceln kann und mit den Metal Force Effekten kann man die immer aus dem Deck wieder zurücknehmen und dann die Fusionsmonster beschwören. Also die ist auf jeden Fall einmal muss. Kann man vielleicht zweimal spielen, aber ich denke einmal reicht, weil man die immer durch die Metal Force Effekte suchen kann. Kommen wir mal zu den Fallenkarten, die man spielt, die man ja auch mit den Metal Force suchen kann, nicht nur Zauberkarten. Die erste wäre Metal Force Counter.
Wenn eine Karte oder Karten bei dir durch Kampf- oder Karteneffekte zerstört werden, kann man ein Metal Force Monster vom Deck spezial beschwören. Und in meiner oder in der gegnerischen Runde, außer in der Runde, wo sie in den Friedhof gekommen ist, kann man sie entfernen und ein Metal Force Monster, Pendulum Monster vom Extra Deck auf die Hand nehmen. Bei der Karte ist interessant, dass dass nicht nur Metal Force Monster zerstört werden, dass der Effekt da nicht eintritt, sondern egal welche Karte zerstört wird. Das heißt also, dass zum Beispiel auch durch eigene Metal Force Effekte, wenn was zerstört wird, kann man die aktivieren. Kann, sag ich mal, schnell, sag ich mal, dadurch und durch Panelbeschwörung kriegt man schnell Monster raus. Also die Karte, sag ich mal, wenn man die Metal Force Fusion schon hat oder wenn man die, sag ich mal, nicht gebrauchen kann, sag ich mal, holt man entweder die Karte oder die andere ist die Metal Force Combination. Die besagt, einmal pro Runde, wenn ein Fusionsmonster Fusion beschworen wird, kannst du ein Metal Force Monster vom Friedhof mit einem geringeren Level als das Fusionsmonster spezial beschwören. Und wenn sie in den Friedhof kommt, kannst du ein Metal Force Monster vom Deck auf die Hand nehmen. Ist eine permanente Fallenkarte. Ich sag mal, kann man auch damit kombinieren, wenn sie zerstört wird durch die Metal Force Effekte, dass man sich Metal Force Monster auf die Hand nehmen kann. Drei Karten, die ich jetzt genannt habe, also die Zauberkarte, die Fusion, die zwei Feinkarten, sind die drei Karten eigentlich, die man sich immer holt mit den Metal Force Effekten. Ich denke, diese Effekte sind ganz gut gestaltet, sie sind nicht zu stark, weil sie halt suchbar sind, sie sind okay, aber auch nicht zu stark. Also für mich, sage ich mal, geht das noch in Ordnung. Dann kommen wir mal zu den Fusionen, mit der man, die man mit der Metal Force Fusion beschwören kann. Die erste ist die Metal Force Orihulk. Zwei Metal Force Monster braucht man dafür. Und wenn dieses Monster ein gegnerisches verdecktes Monster, ein gegnerisches Monster im Verteidigungsmodus angreift, bekommt er den doppelten Durchschlagsschaden. Und wenn sie in den Friedhof kommt, kannst du eine Karte wählen und sie zerstören. Karte, sage ich mal, ja, ist okay. Also, sage ich mal, für OTK-Potenzial, dies und das, ist nicht schlecht. Welche Karte ich natürlich, sage ich mal, viel interessanter finde, ist die Metal Force Adamante. Für die brauchst du ein Metal Force Monster und ein Monster mit 2500 oder weniger Angriff. Was da, sag ich mal, sehr interessant ist, dazu komme ich später, dass es Level 5 ist. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit der neuen Karte den Blackwing Gofu spezial beschwört und die rausbekommt, kann man den Altimaya Zeukin rausbekommen und dann diverse Drachenmonster beschwören. Und zu diesem Gofu auch, du kannst zum Beispiel mit 2500 oder weniger Attacke, kannst auch Tokens opfern, dies und das. Gibt es viele interessante Kombinationen im OCG. Weil hier bist du flexibler, Metal Force Monster und ein anderes Monster, also es kann jedes beliebige Monster sein, das eröffnet einfach viel Kombinationspotenzial. Dann Metal Force Cardinal. Metal Force Monster und zwei Monster mit 3000 oder weniger Attack. Also ich sag mal so, hier braucht man drei Monster, das hat nur 500 Angriff mehr als der Adamante. Der hat 2,5, also von dem her geht man eigentlich eher auf den, anstatt auf den. Wenn man Platz hat, kann man den spielen. 9 Sterne bringt eigentlich, glaube ich, nicht so viel. Ja, also falls man Platzprobleme hat, muss man, glaube ich, den nicht unbedingt spielen. Dann gibt es, glaube ich, noch eins. Es gibt diesen 1000 Ice Restrict noch. Ja, also einer gibt es noch, den haben wir jetzt, glaube ich, nicht da. Der hat so einen ähnlichen Effekt wie 1000 Ice Restrict. Dann haben wir den. Ja, den haben wir jetzt hier nicht da, aber der hat, glaube ich, so einen ähnlichen Effekt wie 1000 Ice Restrict. Müssten wir nochmal nachschauen. Kommen wir mal dazu, wie, sag ich mal, das Deck so gespielt wird. Dadurch, dass, sag ich mal, die Metal Force Monster diesen besonderen Effekt haben, dass sie offene Karten zerstören können, eröffnet es viel Kombo-Möglichkeiten.
Eine Kombo, die ich gesehen habe, ist zum Beispiel mit Clifford, Scout und Monolith, dass man Scout spielt, Monolith holt, Scout schießt für den Metal Force Effekt und dann kann man Scout und Monolith beschwören, spezial beschwören und kriegt dann das Infinity raus. Oder wenn man zum Beispiel alleine Monolith hat, man spielt es mit Gofu, mit dem neuen Blackwing, 5 Sterne Tuner, kann spezial beschwören werden, wenn der Gegner keine Monster hat. Also ihn spezial beschwören und dann, wenn man keinen Scout zum Beispiel hat, Monolith Pendel beschwören und dann kann man zu Zeug hinmachen. Und zu dem erwähnten Gofu, wenn er spezial beschworen wird, kann man 2 Counter bekommen. Wenn man diese Counter bekommt, kann man die Counter für die Fusion benutzen, für das Adamante. Oder man kann die Tokens auch zerschießen für den Metal Force Effekt macht keinen Nachteil. Im OCG spielt man auch den neuen Topf dort, sag ich mal, weil man spielt eigentlich jede Karte 3-mal, da ist man nicht so limitiert. Da kann eigentlich nicht so wichtige Karten können nicht entfernt werden. Die Metal Force Fusionszauberkarte kann man sich immer suchen und dann aktiviert man halt den Topf, dass sie nicht entfernt wird. Und ja, also das Deck dadurch, dass ich habe auch viele andere verrückte Karten gesehen, zum Beispiel Vortex Super. Kennen auch nicht viele, besagt 2 Handkarten ins Deck mischen, 2 ziehen, wenn sie zerstört wird, dass man eine Karte zieht, also auch zum Beispiel Monolith wieder reinmischen, 2 Karten ziehen, zerstören mit Metal Force Effekt und ziehen. Was ich gesehen habe, ist, dass eigentlich das Set ziemlich lang draußen ist. Am Anfang wurde das, glaube ich, nicht so oft gespielt, aber jetzt mittlerweile sieht man das immer öfters mit DD und Blue Eyes. Also das Deck, sag ich mal, hatte jetzt einen Spätstart und ich denke, bei uns wird es auch ziemlich stark sein. Probleme sehe ich gegen Twin Twister, wenn der Gegner, sag ich mal, richtig abwartet und dann auf die Scale schießt, weil wenn er gleich auf die Scale schießt, hat man meistens noch was auf der Hand, dass man noch was aus, in den Scales spielen kann. Aber sag mal, wenn man sein ganzes Pulver verschießt und dann ein Twin Twister kommt, dann kann es schwierig werden. Ja, und ansonsten, viele spielen halt deswegen auch dreimal Eccentric, wegen solchen Sachen, Twin Twister, Vanity's Emptiness, dies und das, kann man auch spielen, weil Scale 7. Was auch noch viel gespielt wird, ist dreimal Bumbuku und dreimal Kirin. Weil Kirin Level 6 kann man dann beschwören mit Scale 1 und 8 und Kirin und Apex sind halt in dem Deck einfach leicht zu beschwören und du kannst auch Kirin in die Panelzone legen, zerschießen für Metal Force Effekt und dann spezial beschwören. Mein Fazit zu dem Deck, ich denke, das wird unserem Meta wird das auf jeden Fall Einfluss haben, es wird gespielt werden, man muss jetzt abwarten, was mit dem normalen Pendel-Deck passiert. Wenn da jetzt irgendwas noch passiert mit Monkey Board, Joker und so weiter, denke ich, dass das Deck auf jeden Fall gespielt wird. Als eine andere Pendel-Variante. Das andere Pendel-Deck hat halt den Vorteil, dass durch Sky Iris einfach die Scales geschützt werden. Das ist ein sehr großer Vorteil, dass man sich das holen kann. Ich werde das Deck auf jeden Fall bauen. Es ist auch nicht teuer. Die meisten Karten sind Commons, Rare, Super Rares, glaube ich. Ich glaube, davon ist keine Ultra Rare oder Secret Rare. Also es ist echt einfach zu holen. Wenn man da bei der Sneak Preview, zum Beispiel hier bei uns im Fantame mitspielt, ist es sehr einfach, an die Karten zu gelangen. Also es ist ein sehr günstiges Deck. Und ich werde es mal austesten. Und ja, ich freue mich drauf, weil, sag ich mal, durch das neue Set einfach neue Karten und neue Decks kommen werden. Und es lohnt sich auch, die Karten zu holen, weil die Bandlist wird keinen Effekt drauf haben, weil es neue Karten sind. Also egal, was in der neuen Bandlist kommt, das Deck wird man spielen können. Und ja, sehr interessantes Thema und ich freue mich drauf. Genau, das war's und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Ist Serious Business. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Ist Serious Business.